Hallo und willkommen zurück zu Sagwar Wars. Ja, sollte ich über Nacht bleiben? Das Bett ruft, genau. Zeit zum Schlafen gehen. Wenn ich länger aufbleibe, bin ich morgen platt. Die Blumendivision bei Nacht. Na, da bin ich mal gespannt. Okay, es gibt einen Kampf. Interessant. Man sieht es schon an diesem Zwischenbild hier. Gucken wir uns den Status mal an. Hat sich da was getan? Zwei neue Mitglieder sozusagen, die sich erstmal ganz hinten einreihen. Ja, und zumindest findet mich Hatzo auch nicht mehr ganz so scheiße wie sonst. Bei den anderen tut sich aber noch nicht allzu viel. Ist aber auch so, Clarice und Anastasia, die gucken so, was will der denn schon wieder? Kamiyama wurde zum Zwei-Sterne-Kapitän befördert. Okay, und die Moral ist ja durchwachsen bei den Hinteren. Also ich muss mir merken, Sakura und Hatsuo, die kann man einsetzen, die anderen nur im Notfall. Ja, ohne Speichern fort, weil ich habe gerade gespeichert. Also nach der letzten Aufnahme, das reicht. Ach, die Nacht war kurz. Heute müssen wir uns für eine Show entscheiden. Also dann mal ran an die Arbeit. Mir ist ganz schön schwindelig. Jetzt gibt sie ja doch Unterricht quasi, die Anastasia. Sumimasen, Kamiyama-san. Ah, okay. Das ist nur die absolute Ausnahme, dass sie sich das hier mal ansieht. あまり時間もないから、ちょっと焦るわね。分かってる。だから次回公演の演目を今日決めよう。決めましょう。主役はアナスタシアさんでいいんですよね。 Das wird beim Casting entschieden. Mit Anastasia habe ich es eh schon versaut, glaube ich. ここは平等にオーディションで決めよう。何言ってんだ。勝負の決まったオーディションなんてごめんだぜ。それに今回はアナスタシアさんのお披露目公演でもありますから。そうか。Okay, war eine blöde Idee. アナスタシアで行こう。 分かったわ。しっかり務めさせてもらうわね。
Ja, was ihre beiden Stärken hervorhebt. Genau, wir fragen alle nach ihrer Meinung und entscheiden dann aber selbst, was für ein Stück aufgeführt wird. Fragt die anderen nach Ideen. Ja, danke, dass ihr euch hier alle versammelt habt. Wir werden jetzt mal durchsprechen, was ihr so für Ideen für das Stück habt. Aber ich muss mal eben kurz weg. Okay, darf ich nicht. Normalerweise hätte ich jetzt das gesamte Theater nochmal nach Nebenaufgaben abgesucht. Aber gut. Ja, dann fragen wir erstmal Sakura. Kamiyama, Kamiyama, ich will die Legenden der Prinzessin Kaguya spielen. Ach ja? Du bist dagegen? Wieso? Magst du Prinzessin Kaguya etwa nicht? Nein, das ist es doch gar nicht. Was passierte darin nochmal? Die Legende der Prinzessin Kaguya. Was passierte darin nochmal? Wahrscheinlich kennt jeder Japaner diese Geschichte, ich aber leider nicht. Was, das weißt du nicht? Na gut, ich erzähl's dir. Also, eine Prinzessin findet einen Bambusstab und fährt zum Mond. Ja. Ich wollte eigentlich eher wissen, was dazwischen so passiert. Ach so, klar, ja. Och, ich finde immer noch, dass Prinzessin Kaguya eine tolle Show wäre. Das ist quasi die japanische Version von Peterchens Mondfahrt sozusagen. Na, wahrscheinlich nicht. Hey Kapitän, wenn du ein vernünftiges Stück haben willst, sollten wir Musume Doyoji aufführen. Ja, das kenne ich leider auch nicht. Musume Doyoji. Ja, ein Stück über die Schönheit des weiblichen Tanzes. Es wird über eine Stunde getanzt. Ja, die Zuschauer werden es hassen. Über eine Stunde? Unglaublich. Und was würdest du dann machen, Hatsu? Als Hauptfigur führt Anastasia natürlich den Tanz auf. Und was würdest du dann machen, Hatsu? Ich? Ja, wahrscheinlich zusehen. Es ist schließlich ein Solotanz. Was für ein dämliches Stück. Eine einzelne Person. Also ein dämliches Stück für unsere Aufführung jetzt. Wir haben 5 Leute. Es wird aber nur eine Person auf der Bühne stehen und tanzen. Oh nein, das geht doch nicht. Wir brauchen eine Show, in der alle Mitglieder der Blumendivision auftreten. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Welches Stück nehmen wir dann? Sie hat wahrscheinlich ein Stück mit viel Kampf im Sinn. Kapitän, ich habe einen Vorschlag. Wir sollten ein Stück mit Ninjas aufführen. Ninjas, Da hätten wir auf jeden Fall ein paar ordentliche Kampfszenen. Ich bin ein echter Ninja. Ich kann verschwinden, fliegen und alle möglichen Ninja-Techniken ausführen. Ninjutsu wird normalerweise nicht vorgeführt. Aber das wäre bestimmt eine aufregende Bühnenshow. Verstehe, Ninjutsu klingt echt faszinierend. Und wie heißt das Stück? Du hast das sicher an ein bestimmtes gedacht, oder? Sie kennt gar kein Stück. Nein, ich kenne keine Stücke, bei denen es um Ninjas geht. Ja, dann wird es aber schwer, eins aufzuführen. Ja, das ist wohl das Problem. Die haben sich alle tolle Ideen gemacht.
Na, Clarice, hast du einen Moment? Übrigens, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge vergessen zu erwähnen, dass in einem Kommentar gesagt wurde, dass Clarice aus Luxemburg stammt und deshalb ihre etwas andere deutsche Aussprache manchmal zutage tritt. Clarice? Kapitän, entschuldige, was gibt es denn? Du, ich wollte nur wissen, ob alles okay ist. Du stehst da wie eine Salzsäule. Nichts ist okay. Ich habe überhaupt keine Idee für unsere Show. Ich kenne so viele Geschichten und Bücher, aber das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Tja. Dann lass dich von einem Buch inspirieren. Lass dich doch von einem deiner Lieblingsbücher inspirieren. Das kann nicht schaden, oder? Genau, wir führen Harry Potter auf. Ja, das könnte klappen, aber die Auswahl ist einfach zu groß. Ich könnte mich bei den vielen Büchern niemals für eins entscheiden. Verstehe. Manchmal kann ein zu großer Wissensschatz auch eine Bürde sein. Anastasia, was für Theaterstücke bevorzugst du eigentlich? Für mich sind alle Stücke gleich gut. Als Schauspielerin gebe ich in jeder Rolle alles. Hamlet, Aida, Madame Butterfly, Konjiki, Yaksha und so weiter. Ja, das hätte ich mir denken können. Okay, gibt es ein Stück, das du gerne bei deinem Debüt im Kaiserlichen Theater spielen würdest? In diesem Falle würde ich gerne ein Stück spielen, das mir völlig unbekannt ist. Ein völlig unbekanntes Stück. Ich weiß nicht, ob das so die beste Idee ist. Wir wollen ja, dass wieder mehr Publikum kommt. Und ein Stück, was niemand kennt, dann auch noch das erste Mal aufzuführen, ist wahrscheinlich nochmal doppelt schwierig. Die Mutter aller Lügen. Ich nehme das mal. Ich weiß nicht, was das soll. Wie wäre es mit Die Mutter aller Lügen? Oh nein, nie gehört. Schon allein der Titel lässt mich als Schauspielerin neugierig werden. Die Mutter ist sicherlich die Hauptfigur. Oder ist das eine Anspielung auf einen großen Betrug? Anastasia, ich muss mich bei dir entschuldigen. Mir ist kein Stück eingefallen, deshalb habe ich eins erfunden. Der einzige Lügner bin ich. Du verlierst immer mehr an Glaubwürdigkeit. Entschuldige, das ist wirklich nicht meine Stärke. Deshalb frage ich lieber jemand anders. Wir haben eine ganz schön viele... Die Hauptstellerin haben wir schon. Wir sollen erstmal ein Skript wählen. Klar, dass Clarice das gefällt. Das ist ja echt krass. Ich hätte nie geglaubt, dass man diese verschiedenen Ideen tatsächlich noch zu einem Stück machen könnte. Ich dachte, das wäre alles Blödsinn, was mir die Leute vorgeschlagen haben. Aber jetzt, Anastasia möchte ein unbekanntes Stück aufführen. Das wäre ja dann der Fall, wenn tatsächlich Clarice ein Stück schreibt. Und es wäre ja quasi dann auch durch Clarice Bücher inspiriert, weil sie durch die Bücher dann ihr eigenes Stück schreibt. Und was war jetzt noch? Wenn sie es denn schafft, dass da noch Tanz drin vorkommt und Kämpfe, dann werden Hatzo und
Asami auch zufrieden. Also wir kriegen doch noch alle Leute unter einen Hut hier. サトの掟34条。機会を逃すな。やるだけやれ。そうね。かけるというなら見てみたいわ。無理です。無理です。無理なんかじゃないさ。大丈夫。やればできるよ。どうかな、クラリス。脚本をお願いできないかな。 Das ist natürlich kein Befehl, aber wenn du es nicht schreibst, das Stück, dann müssen wir alle betteln gehen. すごいプレッシャーですよ。大丈夫。クラリスなら絶対面白いお話が書けるよ。期待してる。ワクワク。本当にどうなっても知りませんよ。Da bestrafen wir dich. du schaffst das, Clarice. クラリスなら大丈夫だよ。まずはやってみよう。 So, einen Schritt zum Sieg haben wir geschafft. Das heißt, fehlen noch 99. セジュロ。お、クラリスちゃんも一緒か。お、お邪魔します。あの、新しい舞台装置のことで。量子舞台演出機、移り茶。場面や衣装を瞬時に切り替えられる。相変わらず変な名前をつけるな、レイジ。バカ野郎。名前をつけるってのは。 Er ist so ein Poser. Genau, die Schauspieler sind nämlich alle nackt und die Kostüme werden nur drauf projiziert. まばたきしてる間にやってやるぜ。本当ですか？すごいです。それじゃ、もしかして、もしかしたら。何かきっかけがつかめたかね？はい。ちょっとアイデアが湧いてきました。すみません。部屋に戻って書き溜めてきますね。 Ah, sie ist schon voll dabei. Jetzt hat sie eine Idee. いい子だな、クラリスちゃんは。可愛くて仕方ないぜ。 Also die Bühne ist eine Zeit lang gesperrt, zumindest so lange, bis ich hier fertig bin. Ich muss die Reparaturen im Hangar vorbereiten. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Einen Gefallen? Ja, bitte besorge eine Zeitschrift für mich. Und zwar die aktuelle Ausgabe von Mit Volldampf voraus. Ernsthaft? Na okay, ich hole sie dir. Ja, das ist super, dann kommen wir endlich mal aus dem Theater raus. Danke, der Buchladen ist in der Nähe der Bushaltestelle. Du hast bisher ununterbrochen gearbeitet, oder? Dann ist ein Spaziergang genau das Richtige. Ciao.
Ja, Kaoru schreibt uns. Hallo Kamiyama, bitte entschuldigen Sie den Überfall, aber es kommt ein Gast, den Sie unbedingt in Empfang nehmen müssen. Sumire und ich haben einen dringenden Termin. Gast jeden Moment fällig, vielen Dank. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Sumire und Kaoru diesen Gast gar nicht persönlich empfangen wollen und deshalb geflüchtet sind. Sie hat diesen Geschäftskorrespondenz-Tonfall voll im Griff, aber davon mal ab. Ich kann unseren Gast nicht warten lassen, ich gehe besser schnell in die Lobby. Hoffen und träumen. Ist das ein Hinweis auf den Gast? Schauen wir erstmal, was sonst noch so los ist. Nichts. Ich teste mal, ob ich hier irgendwo reingehen kann. Ich hoffe nicht. Genau, wir müssen schnell in die Lobby. Das finde ich gut, dass dann die ganzen Räumlichkeiten gesperrt sind. Ansonsten hätte ich nämlich alle abgesucht. Achso, wir sind... Ne, wir sind unten. Doch, ist richtig. Oh nein, sie ist das. Nee, ich dachte erst, das wäre die mit diesem blauen Nebel, aber sie ist es nicht. Aber scheint hier ein offizieller Gast zu sein. Vielleicht eine Regierungsbeamte oder sowas. Da drüben ist jemand, den ich nicht kenne. Ob das der Gast ist, von dem Kaoru sprach? In Ordnung, ich gehe mal hin und finde es heraus.私はここの従業員の神山清十郎と申します。丁寧な挨拶を痛みる。私は村雨白秋。神崎支配人と約束があって来たのだが、支配人は間もなく参ります。それまでお待ちいただいてよろしいでしょうか。わかった。ではここで待たせてもらおう。Sie sind ein bisschen aus wie ein Musketier. また訪ねることができて嬉しいよ。はい、いつもありがとうございます。師匠じゃないですか。どうしてここにいるんですか。ちょっとさくらのことが気になってね。様子を見に来たというところだ。相変わらず無茶ばかりやって、周りを困らせてはいないだろうね。 Sakura macht ja Sachen. Sakura の剣は てっきり画流かと思ってたよ。正当な剣術でないのは確かだね。私の剣が画流なのだから。なるほど。興味深いお話をありがとうございます。どうぞ、支配人が来るまでお待ちください。ああ、そう師匠。師匠だけにな。え？神山さん、すみません。 だそれは師匠の悪い癖なんです。悪い癖とは心配だな。奥深い言葉遊びと言ってもらいたいものだよ。なかなか良い趣味をお持ちで。多分立派な人なんだろうけど、また一癖も二癖も。Ja, und sie ist sehr stylisch. Gefällt mir ganz gut. Das Outfit und so. Mach dir keine Sorgen um mich, Kamiyama. Ich kann gerne hier warten. Okay, jetzt haben wir hier Freigang, sozusagen. Ja, ich werde alles abgehen. Ist ja gut. Sie bereiten sich bereits auf ihre nächste Show vor, Anweiser Crusher. Wie läuft es damit? Ja, wir bewegen uns in die richtige Richtung. Keine Sorge. Ich verspreche, es wird sich lohnen. Oh ja, ich hoffe es, Anweiser Crusher.
Ich bin schon ganz aus dem Häuschen. Was? Hey, geht's dir noch gut, Itsuki? Was soll das Geschrei? Das ist doch... Das war ganz schön laut. Stimmt irgendetwas nicht? Anastasia Palma! Ananas in Palm? Ja, das ist richtig. Du weißt das sicherlich schon, aber sie ist eine hervorragende Schauspielerin. Ein echter Weltstar. Ich wusste es. Sie ist es. In Fleisch und Blut. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie hier sehen würde. Genau in diesem grottigen Theater. Warum sollte sie auch hinkommen? Du musst mich vorstellen, Kamiyama. Na gut. Anastasia, das hier ist Itsuki Saijo. Sie ist ein großer Fan des Kaiserlichen Theaters. Eine unserer größten Unterstützer. Anastasia Palma, es ist mir ein Vergnügen. Jawohl, ich bin Itsuki Saijo. Es ist wirklich cool, dass Sie der Blumendivision beitreten. Ich bin total aus dem Häuschen, gnädige Frau. Ja, danke. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie die Blumendivision unterstützen. Kein Problem. Wow, das war der Wahnsinn. Ich kann es kaum glauben, dass ich wirklich mit der echten Anastasia gesprochen habe. Darf ich Sie um einen Gefallen bitten, Anastasia? Worum geht es denn? Beim Schlussvorhang Ihrer nächsten Show, können Sie mir zuwinken? Ich glaube, das kann ich. Ja, wo wirst du denn sitzen? Natürlich ganz vorne im Saal. Danke, danke. Oh, ich bin so aus dem Häuschen. Es ist gut, dass sich eine so berühmte Schauspielerin wie Anastasia immer noch um ihre Fans kümmert. Daraus sollten wir lernen. Junge, Junge, Anastasia war so wunderbar. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so aus dem Häuschen. Übrigens, Kamiyama, hast du noch mehr Porträtfotos gefunden? Ja, in der Tat. Wie wär's denn hiermit? Was? Das ist ja unglaublich, Kamiyama. Ein super seltenes Bild. Triumphierende Pariser Kampftruppe. Hey! Wer gefällt dir am besten? Ich persönlich bin ja ein Fan von Erika Fontaine. Aber Coquelicot und Lobelia sind auch toll. Und Glycine und Hanabi natürlich auch. Alle von denen sind Legenden. Es hat keinen Zweck, nur eine auszuwählen. Genau, nimm sie einfach alle, Kamiyama. Stimmt, Kamiyama, das hast du gut gesagt. Ach, die sind alle so toll. Ja, wenn du das sagst. Du hast jetzt schon eine Sammlung, auf die man stolz sein kann. Es reicht, um mich neidisch zu machen. Ich werde ganz aufgedreht. Ja, ich denke, ich werde dir auch alle anderen zeigen, die ich finde. Versprochen ist versprochen. Nicht vergessen, ja? Ich warte drauf. Was gibt's? Erstmal ein Porträtfoto kaufen. Was haben wir denn da Schönes? Ich glaube, Anastasia hat mir schon mal ein Foto genommen, oder? Deshalb, bei ihr weiß ich, das haben wir auf keinen Fall. Dann nehme ich das mal. Also, wir haben natürlich alle diese Fotos nicht. So ist es schon, aber... お目当ては新商品か。それを買うてくれるんやな?
Das Riesenrad. Wie wohl die Aussicht von dort droben sein mag, grübelt Asami. Es ist so groß, ich will da rein. Mist, Mist! Jetzt ist es passiert. Ich habe alles vermasselt. Stimmt etwas nicht, Komachi? Oh, aber bitte sag es nicht der Intendantin. Denn schau, ich wollte 10 Windspiele bestellen, aber ich habe mich wohl mit der Anzahl vertan. Vertan? Um wie viel denn? Hast du 20 statt 10 bekommen? Oder vielleicht 10 Paletten? Nein, weißt du, ich war wohl etwas großzügig mit den Nullen. Es waren wohl ein paar zu viel. Extra Nullen? Was? Du hast 1000 Windspiele bestellt? Mist, Mist, Mist. Was soll ich denn jetzt machen? Wie kann ich 1000 Windspiele verkaufen? Das ist knifflig, hm. Wir werden sie signieren. Lass sie signieren. Sakura und die anderen können sie unterschreiben, genau. Dann kaufen sich die Fans nämlich dieses Windspiel öfter, mit jeder Unterschrift einmal. Wirklich, wenn man das verkaufen könnte, indem man es einfach was draufschreibt, hätte ich ein leichtes Leben. Vertrau mir. Nach der nächsten Show werden diese Unterschriften Millionen wert sein. Was du nicht sagst. Du hast wirklich Grips, Kamiyama. Ich mag deinen Stil. Tja, du bist der Boss. Lassen wir alle unterschreiben. Wir verwandeln diese einfachen alten Windspiele in Star-Windspiele. Aber Mann, du hast einiges drauf, Kamiyama. Du solltest deinen Job kündigen und mit mir arbeiten. Wir können ein Vermögen verdienen. Du meinst, du kannst ein Vermögen verdienen. Mann, ich habe ja schon einige Fehler gemacht, aber 10 und 1000 zu verwechseln muss ein neuer Rekord sein. Puh, jetzt habe ich meine Lektion gelernt. Ab jetzt werde ich immer alle Zahlen noch einmal überprüfen. Dass die bei der Bestellung auch nicht nochmal nachgefragt haben, wirklich 1000? Nö, einfach ausliefern. Achso, genau, da geht's raus. Was ist mit dir? Ach, du bist diese... Du willst Süßigkeiten oder sowas, ne? Ja, genau. Ach, du willst Erdnuss, du willst das Maskottchen. Ja, ich schau mal, ob ich ein kleines Erdnussplüschtier für dich finde, mein Engelchen. Okay, Bühne ist gesperrt. Ah, ich wäre sonst aber auch noch ins Archiv gegangen, wo denn die Porträtfotos sind. Ich glaube, es sind immer 3, die wir kriegen können. Oh, das sieht ja toll aus. Diana Caprice. So long, my love. Sie unterstützt das Team mit ihren medizinischen Kenntnissen. Mögen deine Wunden heilen und dein Schmerz vergehen. So ein bisschen so Dr. Doolittle. Okay, wusste jetzt nicht, dass es so viel Text wird. Unser Gast hier, unser neuer Gast, hat halt auf jeden Fall unterrichtet, hat eine eigene Privatschule, in der sie Schwertkampf unterrichtet. Boah, sie unterrichtet Akademiker und Schwertkampf, das ist erstaunlich. Sie sieht ungefähr so alt aus wie ich. Ich habe noch nie von ihrer Schule gehört. Wo befindet sie sich? Nun, ich bin mir selbst nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie liegt auf dem Gipfel des höchsten Berges der Gegend. Ja, da wird sie wenig Schüler haben. Und wie kommst du da drauf? Sie nennt es einen Ort... Also wie kommt man auf diesen Berg? Sie nennt es einen Ort der höheren Bildung. Du weißt schon, weil es so weit oben ist. Sieh mich nicht so an. Jetzt, da ich sie wiedersehe, kommen mir ihre ganzen Karlauer wieder in den Sinn. Oh, ich freue mich auf Karlauer. Na, dann will ich das mal nicht weiter hochspielen. Ich muss mit diesen Wortspielen aufpassen, sonst fange ich selbst mit diesen Witzen an. Hakshu sieht praktisch genauso aus wie damals bei unserem Training. Es zeigt sich, dass die Übung von Körper und Geist sich wirklich auszahlt.
Keiner da. Hier ist auch keiner. Ich probiere es trotzdem. Garten. Hm, sind das nicht Hatsu und Anastasia? Was für ein herrlicher Garten. Ein schöner Ort zum Sonnenbaden. Ja, nicht wahr? Das ist eindeutig einer meiner Lieblingsorte. Hatsu, Anastasia, hey ihr beiden. Aha, Kapitän. Willst du auch Sonne tanken, Kapitän? Ja, so ähnlich. Ich nehme an, du willst hier ein Nickerchen machen. Was soll das denn bitte heißen? Naja, eigentlich hast du recht, aber trotzdem. Und du, Anastasia? Ich habe mich gerade im Kaiserlichen Theater umgesehen. Dieser Innenhof ist wunderbar. Hm, wenn das Wetter mitspielt, ist das ein guter Ort zum Proben. Ja, auf jeden Fall ist es schön hier. Aber wäre das Musikzimmer nicht besser geeignet? Oh, das macht keinen großen Unterschied. Ich werde mal sehen, was ich noch so finde. Tja, das war wohl ein Wink mit dem Zaunpfahl. Die beiden Orte nehmen sich nicht viel, was? Aus Anastasias Sicht sind unsere Theaterräume nicht viel besser als ein einfacher Innenhof. Du machst dir einfach zu viele Gedanken. Ihr gefällt es hier einfach mehr nicht. Ich kenne sie noch nicht so gut, aber ich glaube nicht, dass sie sich so arrogant verhalten würde. Oh doch, das glaube ich schon. Naja, wahrscheinlich hast du recht, Hatsu. Aber unsere Räumlichkeiten lassen wirklich zu wünschen übrig. Ich muss was unternehmen. Ja, ruf Nelke an. Anastasia ist ein Weltklasse-Promi. Die Arbeit mit einem Star wie ihr bringt mich wirklich in Fahrt. Wie geht es übrigens dem anderen Kerl? Du und er, ihr kennt euch doch schon lange, oder? Reiji? Nun, er ist ein erstklassiger Mechaniker. Ich kann dir versichern, dass die Bühnenausstattung und die Kampfauszüge bei ihm in guten Händen sind. Ja? Na, dann sollte er eine große Hilfe sein. Gut zu hören, dass er nur nicht nur ein weiterer Clown ist. Ist das eine Anspielung? Auf mich? Halt, um das klarzustellen, er ist trotzdem ein totaler Kasper. Nimm dich lieber vor ihm in Acht. Wurde auch Zeit, dass unser Team Verstärkung bekommt. Das Kaiserliche Theater verbessert sich immer weiter. Das wollen wir doch hoffen. Ja, ich hätte gedacht, dass Anastasia vielleicht hier hingegangen ist jetzt, aber ist wohl nicht so. Dann gehen wir nochmal in die Garderobe. Oder ist Fundus, genau. Da klopfen wir an beim Fundus? Ne, doch, die Garderobe. Ich klopfe besser für den Fall, dass jemand drin ist. Ach so, ja. Ich war nur irritiert, weil da jetzt Fundus an der Tür stand. Hi. Oh, du bist das, Anastasia. Hier ist Kamiyama. Entschuldige, wenn ich dich störe. Ah, Kapitän. Du darfst gerne hereinkommen, wenn du magst. Anastasia, hier bist du also hin. Was? Kontrollierst du die Kostüme? So etwas in der Art. Immerhin wird dieses Theater von nun an auch mein Zuhause sein. Anastasia, du weißt, dass wir das Kaiserliche Theater neu aufbauen. Und dazu brauchen wir deine Hilfe. Kein Grund für die Theatralik. Ich würde nie weniger als mein Bestes geben. Aber gut, eure Leidenschaft soll nicht ohne Lohn bleiben. Die nächste Show ist eine gute Gelegenheit, euch voranzubringen.
Wir werden sehen, ob du da mithalten kannst. Ich kann die Show kaum erwarten. Tja. Beziehungstechnisch sind wir mit ihr ganz tief im Keller. Ich weiß nicht, ob das auch negative Werte gibt da oder ob es bei 0 aufhört. Ah, immer wenn man hier was untersuchen kann, passiert auch was, glaube ich. Es geht, glaube ich, darum, dass man erstmal hier in den Raum richtig reingeht. Jetzt kommt man quasi nicht mehr so schnell weg und jetzt passiert was. Ja? Ich frage mich, warum es 13 Lehren für die Blumendivision gibt. Und wer hat sich die überhaupt ausgedacht? Kapitän? Wow. Ach, du bist's. Ich wünschte, du würdest dich nicht immer so heranschleichen. Haha, aber ich bin doch ein Ninja. Ich kann nicht anders. Was machst du da? Ich hatte mir die 13 Lehren der Blumendivision angesehen. Fallen dir welche besonders auf, Asami? Ich mag Nummer 3. Nummer 3. Eine Blume hat einen feinen Geschmackssinn. Ja, ein guter Grund, um viele leckere Snacks wegzuputzen. Sehr gut. Ja, wenn das einer deiner Lehrsätze der Truppe ist, dann sollst du ordentlich reinhauen. Ja, du musst ja auch noch wachsen. Genau, also ich gehe jetzt Süßigkeiten kaufen. Bis später. Gut, das heißt, das Erdgeschoss haben wir durch. Dann gehen wir mal einen höher. Mal schauen, ob sich hier was getan hat. Das sind neue Bücher. Theaterstar Sakura. Sakura Shinguji, der Inbegriff der japanischen Schönheit, kam aus ihrem Heimatort Sendai nach Tokio, um sich der kaiserlichen Truppe anzuschließen. Obgleich sie sich anfangs etwas schwer auf der Bühne tat, eroberte sie schon bald die Herzen der Zuschauer. Als sie ihre erste Hauptrolle im Stück »Alles nur aus Liebe« annahm, verbesserte sie ihre schauspielerischen Fähigkeiten erheblich und wurde zum Publikumsmagneten des kaiserlichen Theaters. Die Mitglieder der kaiserlichen Truppe dienen auch in der kaiserlichen Kampftruppe und müssen Tokio vor Dämonen beschützen. Als talentierte und erbitterte Schwertkämpferin ist Sakura eine große Bereicherung für diese Truppe und die anderen Mitglieder der Blumendivision bringen ihr großes Vertrauen entgegen. Wenn die Bewohner Tokios verzweifelt waren, zauberte die Truppe ihnen wieder ein Lächeln ins Gesicht und als ein Schatten über die Hauptstadt fiel, besiegte die Blumendivision die bösen Scharen. Sakura Shinguji hat sich um die Bewohner Tokios gekümmert und ihnen Freude gebracht. Sie war wahrhaftig eine Blüte der Stadt. Sie war so beliebt. Wo ist sie jetzt überhaupt? Vielleicht ist sie ja im Einzelhandel. Bestände, Ausgaben und Inventar sind die drei tragenden Säulen. Denken Sie dran, dass nicht die Anzahl der verkauften Artikel entscheidend ist, sondern der Profit. Überbestände schaden nicht nur dem Ruf eines Geschäftes,
Sie gehen auch mit einer großen Verantwortung einher. Dies ist ein Risiko für den stabilen Geschäftsbetrieb und sollte demnach vermieden werden. Eine solide Strategie für den Umgang mit Überbeständen ist unumgänglich. Welche Maßnahmen können im Falle von Überbeständen Abhilfe schaffen? Mehr dazu auf der nächsten Seite. Erstens, bringen Sie die Produkte an den Mann. Mit ein wenig Erfindungsgabe können Sie die Artikel als brandneues Produkt verkaufen. Zweitens, verschieben Sie das Erscheinungsdatum. Nicht verderbliche Produkte können bis zum nächsten Jahr gelagert und stückweise auf den Markt gebracht werden. Drittens, ignorieren Sie den Profit. Wenn alles andere fehlschlägt, sollten Sie nicht etwa das ganze Inventar ausrangieren und Verluste machen, sondern den Preis senken, um so viele Artikel wie möglich zu verkaufen. Tun Sie dies nur im äußersten Notfall, da sich das auf den Ruf des Geschäftes auswirken kann. Einzelhandel ist auch ganz schön kompliziert. Ob Komachi wohl auch solche Probleme hat? Ja, haben wir gesehen. Taisho 12. Das kaiserliche Theater präsentiert Saiyuki mit Kana Kirishima. Sanso, der Priester, Son Goku, Shagoyo und Chohakai brechen gemeinsam nach Indien auf. Die Gruppe meistert allerlei Hindernisse und überwältigt die grässliche Madame Yoki. Das kaiserliche Theater zeigt die bezaubernde neue Inszenierung des chinesischen Romans, das ist die Reise nach Westen. Ich habe, also Stimmen aus dem Publikum, ich habe das Stück Saijuki gesehen, das von der Blumendivision der kaiserlichen Truppe inszeniert wurde. Der stattliche Kana Kirishima sorgte als Son Goku für atemberaubende Kampfszenen. Sumire Kanzaki war umwerfend, aha, unsere jetzige Intendantin. Sie war umwerfend in der Rolle von Madame Yoki und so schön, dass ich wie hypnotisiert war. Der Endkampf war besonders beeindruckend. Son Goku überraschte Madame Yoki und die beiden gingen mit Mordlust in den Augen aufeinander los. Eine derart mitreißende Darbietung war noch auf keiner Bühne zu sehen. Scheinbar war dies eine Improvisation am Abschlussabend. Oh, vielleicht haben die sich gestritten und haben das auf der Bühne ausgelebt. Dieser perfekt koordinierte Kampf wird mir für immer im Gedächtnis bleiben. Ich freue mich auf die nächste Show. Danke für dieses einmalige Erlebnis. Eine besondere Darbietung am Abschlussabend? Sumire und die anderen haben wirklich alles gegeben. Ich wünschte, ich wäre bei Sumires wilden Kampf dabei gewesen. So, die Notiz an den Suchenden. Ein Blumenwerkzeug inmitten einer Farbenpracht. Lässt täglich die Füße der Sterne erstrahlen. Besucher im grünen Ort der Ruhe. Also grüner Ort ist ja immer wieder Garten, oder? Es gibt vielleicht auch mehrere grüne Orte, ich weiß es nicht. An die Schüler der 13 Lehren. Wollt ihr das gelbe Herz der Blumen begreifen? Geht geschwind auf das sonnige grüne Feld. Das gelbe Herz der Blumen. Was hat das zu bedeuten? Ich gehe nochmal in den Garten. Irgendwo was liegt. Auf dem sonnigen grünen Feld hier. Sieht nicht so aus. Ha, wurde auch Zeit, dass unser Team Verstärkung bekommt. Das kaiserliche Theater verbessert sich immer weiter. Na gut, machen wir oben weiter.
Naja, hat sich scheinbar nichts verändert. Okay. Wahrscheinlich kriegen wir später nochmal Sachen, die wir da in den Schrank packen können. Die Stadt wäre auch ohne die kaiserliche Kampftruppe sicher. Die Shanghaier haben alles im Griff. Das Problem ist, dass man dann ja auf die Shanghaier angewiesen ist und man macht sich dann ja quasi erpressbar oder so, dass die dann sagen kann, nö, wenn wir euch jetzt weiterhelfen sollen, dann verdoppeln wir mal den Preis dafür. Ihr habt ja keine eigene kaiserliche Kampftruppe mehr. Moment, die neue Schauspielerin ist Anastasia Palma, das ist ja unglaublich. Es kursieren Gerüchte, dass sich Anastasia der Blumendivision angeschlossen hat, das wäre ja grandios. Okay, ich muss jetzt hier nicht mit allen reden, glaube ich. Gut, dann gehen wir zu den Zimmern. Weil da ja auch kaum einer sein dürfte. Sie schreibt gerade an dem Skript, daher sollte ich sie besser nicht stören. Also Clarice. Anastasia scheint nicht in ihrem Zimmer zu sein. Hatsu ist nicht da, ich komme später nochmal vorbei. Sakura scheint nicht in ihrem Zimmer zu sein. Alte Freunde hin und her, ich sollte nicht reingehen, wenn sie nicht da ist. Asami ist nicht da, vielleicht ist sie auf Patrouille. Asami ist immer auf Patrouille und hier liegt was. Lobelia Carlini. Sie begleitet die Massen als Saphir. Je m'appelle Saphir. Enchanté. Auch sehr schick. Gut, dann bleibt noch der Keller. Und das Theater verlassen werden wir dann erst in einer nächsten Folge. Erstmal ins Bad, natürlich. Nur Patrouille, ist ja klar. Ich habe Berge von Arbeit, die mich beschäftigen. Aber besser als nichts zu tun zu haben. Bleibt dran. Okay, hier ist nichts los. Ich habe gerade nochmal überlegt, der Hinweis mit dem, an dem Suchenden, vielleicht ist das gar nicht aufs Theater beschränkt, sondern jetzt können wir auch rausgehen. Vielleicht ist da noch irgendwie ein Ort der Erholung oder was auch immer, wo wir noch was finden. Oh, Sejuro, du hast dir die neue Ausgabe von Mit Volldampf voraus noch nicht geholt, oder? Sag nicht, dass du es vergessen hast, wo die Buchhandlung ist. Sie ist direkt an der Bushaltestelle in Ginza. Ich würde das sehr zu schätzen wissen, Kapitän. Ja, machen wir ja gleich. Dann gehen wir doch schon mal raus, oder? Ja, ist mir sonst etwas zu kurz.
Ziel wählen. Wähle ein Symbol auf dem Bildschirm Ziel wählen, um an einen anderen Ort zu gehen. Wähle ein Ziel mit L und bestätige es mit X. Dass man dafür noch ein Tutorial braucht, ist auch krass. Ah, okay. Wir können zum Hauptbahnhof gehen und wir können zur Bushaltestelle gehen. Dann machen wir jetzt erstmal den Hauptbahnhof. Ich muss los, ich werde dich sehr vermissen. Versprich mir, dass du bald wiederkommst. Viel Glück. Okay, werden wir auch nicht mit allen Leuten reden. Ich kann jetzt hier nicht die Perspektive wechseln. Oh. Ach so, genau, hier ist der Zeitungsstand. Mögen Sie Luftschiffe? Ich finde, Sie haben etwas Faszinierendes. Ich würde ja gerne mal einen Dampfwagen fahren, aber dafür bin ich viel zu alt und zu kurzsichtig. Okay, da kommen wir nicht weiter. Gut, holen wir uns eine Zeitung. Ach ja, Itzki wollte einen Journalisten dazu bringen, einen Artikel über das Kaiserliche Theater zu schreiben. Er könnte bereits erschienen sein. Ich sollte das mal prüfen, wo ich gerade hier bin. Da ist er ja. Der Weltstar Anastasia Palmer beim Kaiserlichen Theater. Ein internationaler Superstar lebt nun bei uns. Anastasia Palmer, die berühmte Schauspielerin, war schon auf unzähligen Bühnen auf der ganzen Welt zu sehen. Ihre kraftvollen, emotionalen Darbietungen haben das Publikum auf allen Kontinenten in ihren Bann gezogen. Mit ihrem Repertoire an Fähigkeiten werden die Produktionen des Kaiserlichen Theaters nie wieder die gleichen sein. Anastasia hat einen hervorragenden Ruf. Mehr als die Hälfte des Artikels dreht sich nur um sie. Ich sollte eine Ausgabe besorgen, um sie allen zu zeigen, wenn ich wieder da bin. Genau, das motiviert die Leute dann. Okay, habe ich jetzt wahrscheinlich gekauft. Geld in dem Sinne scheinen wir nicht zu haben. Eventuell haben wir Münzen zum Koi-Koi spielen. Okay, nur mal einen kurzen Überblick verschaffen. Achso, genau, da wäre dann der Buchladen. Oder da ist ein Laden. Ja. Schauen wir dann beim nächsten Mal. Hallihallo, willkommen bei Confiserie Mikazuki. Kann ich dich für ein Leckerbissen begeistern? Ne, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nächstes Mal hier rein. Wir gehen jetzt da rein, weil es zählt schon, wenn ich nur davor stehe. Gut. Reiji war auf der Suche nach der neuesten Ausgabe von Mit Volldampf voraus. Ja, bei den Büchern wirst du auch kein Magazin finden. Hallo, hallo. Sokono Oni-san, nani ka okomari desu ka? Ore no koto desu ka? Hon o sagashite iru desu ga, miyatara nakutte. Humu, humu. Gekkan Shinjouki no saishin kan desu ka? どこかで見たような。お手伝いします。お店の方ではないですよね。いいんですか?
さすがにご迷惑じゃ。いえいえ、私も探し物があるので。それではこちらを調べてみますね。お兄さん、お兄さん、月刊新蒸気はこれじゃありませんか？それだ。ありがとうございます。Okay, Magazine sind hier doch in Buchform. 助かりました。お礼に、俺もそちらの探し物を手伝いますよ。あらあら、ありがとうございます。でも、もう見つけちゃいました。月刊和菓子堂。和菓子で心身を磨く和菓子堂の専門誌なんです。すごい本ですね。和菓子に興味があるんですか？もちのロンロンです。私は本郷ひろみ、隣の和菓子屋三日月の店員さんなんですよ。なるほど、本職の和菓子屋さんでしたか。俺は神山清十郎、大帝国劇場の者です。あらあら、初穂ちゃんとあざみちゃんとこの。いや、verständlich。Da haben also Asami und Hatsuo ihre Süßigkeiten her. Ja, die ist ja auch voller Lebensfreude, unsere Hiromi. Sie scheint nett zu sein und sie half mir sogar. Sie sagte, sie arbeitet in der Süßwarenhandlung nebenan. Vielleicht schaue ich mal vorbei. Nicht, dass Reggie das sofort gebraucht hätte, also ja, diese Zeitschrift. Reggie kann auch ein bisschen auf die Zeitung warten und wir gehen mal in den Süßwarenladen. Sind das nicht Hiromi und Asami? Sie sagte, sie sei dort Stammkunde. Hey, Asami. Kapitän. Na, wenn das nicht Kamiyama ist. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so bald wiedersehen. Was für eine nette Überraschung. Ja, ich freue mich auch, Sie zu sehen, Hiromi. Bist du hier, um mir was zu kaufen, Asami? Ich hoffe, du übertreibst es nicht. Sie hatte doch angekündigt, dass sie Süßigkeiten kaufen wollte, als wir sie im Bad gesehen haben, nicht im Bad, in der Umkleide. Asami hatte schon eine ganze Menge. Nein, Hiromi, das ist gar nichts. Das klingt nicht nach nichts. Könnte es sein, dass du gerade von einer Einkaufstour kommst? Okay. Naja, sie hatte weniger als sonst. Wir haben heute zu lange geschwatzt, als dass sie viel essen konnte. Haha, es gab also Wichtigeres als die Leckereien hier, was? Wovon habt ihr denn geredet? Willst du Alchemist werden oder warum bist du so neugierig, Kamiyama? Das ist ein Geheimnis. Hey, glaubst du, du kannst Geheimnisse vor deinem Kapitän haben? Dorfregel 81. Man schnüffelt nicht in den privaten Angelegenheiten einer jungen Dame herum. Oh, so läuft das also. Na dann. Geht mich das wohl auch nichts an. Danke, dass du professionell damit umgehst, Kapitän. Das überrascht mich ein wenig. Hey, wofür hältst du mich überhaupt? Das sage ich lieber nicht. Was sind das überhaupt für Dorfregeln? Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Das ist ein Geheimnis. Ha, noch mehr Geheimnisse, was? Du steckst voller Geheimnisse, Asami. Aber darin besteht auch der Sinn, ein Ninja zu sein. Und jetzt muss ich los. Und da ist sie weg. Kamiyama, seien Sie nicht zu streng mit Asami, ja?
Entschuldigung, das war nicht so gemeint. Das ist gut zu hören. Ich hoffe, sie kommen irgendwann mal wieder vorbei. Ich sollte wohl zurück zum Kaiserlichen Theater gehen. Ich muss doch Reiji sein Magazin noch geben. Telefon. Limonen in Ginza. Schlechte Nachrichten. Limonen in Ginza gesichtet. Einsatz sofort, bevor Menschen verpetzt werden. Ich werde meine Krampfrüstung nehmen. Ja, Sakura hat halt so kleine Rechtschreibprobleme. Oh, sie hat wohl in großer Eile geschrieben. Limonen in Ginza? Sie meint wahrscheinlich Dämonen. Hey, das ist schlimm. Ich muss unbedingt in den Hangar. Eine Raid-Meldung wird an den Teletron gesendet, wenn Dämonen in Tokio einfallen. Steige mit deinem Team in die Mugen und verteidige die Stadt. Es wurden Dämonen gesichtet, diesmal aber kein Riss. Okay. Trotzdem Vorsicht. Okay, schade, dass ich jetzt hier nicht abspeichern konnte vorher. Und inzwischen habe ich das Kampfsystem auch schon wieder vergessen. Okay, und nu? Hier ist noch einer irgendwo. Ah, Flieger. Okay, das war jetzt eine Mission, die war ja super kurz. Okay, nur ein kurzer Raid. Diesmal war ich schneller. Dafür habe ich keinen Schaden gemacht. Rang A nur. Okay. Okay, weitere Läden. Gibt's hier nicht? Mit Teletrons kann man Anrufe nur empfangen. Wer anrufen will, braucht eine solche Telefonzelle. Ach, das ist gar kein Leuchtturm hier.
Na gut. Prima. Dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir zurück ins Theater gehen und Reggie das Magazin bringen. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.